Vertrauen zwischen Menschen, zwischen dir und anderen Menschen, von anderen Menschen zu dir. Heute geht es darum, wie du es machen kannst, dass andere dir vertrauen, wie du es machen kannst, dass du anderen vertrauen kannst und wie wir es machen können, dass wieder mehr Vertrauen zwischen den Menschen ist. Herzlich willkommen bei diesem Podcast Nummer 135 von Dienstag, dem 19. November im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Hier gibt's jeden Dienstag gute Gedanken und nützliche Modelle für ein schönes Leben und heute für ein besonders schönes, denn das ist die Fortsetzung des Vertrauens-Podcasts von vor 14 Tagen vom 5. November, den du aber heute auch ohne Vorbereitung hören kannst. Der gilt für sich alleine. Dienstag gibt es immer den neuen Podcast, Donnerstag gibt es ein Webinar und am Samstag gibt es den Newsletter, einen leckeren NLP-Fachtext über NLP und Modeling. Den Link, wie du da rankommst, findest du unten in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vor 2 Wochen gab es den Podcast über Vertrauen als Grundlage der Liebe und gründend auf Sicherheit, also das Zwischenstück zwischen Sicherheit und Liebe. Und damals habe ich geredet über Vertrauen in die Welt und Vertrauen in sich selbst. Und dann war eine Stunde vorbei und ich war noch nicht dazu gekommen, über das Vertrauen zwischen Menschen zu reden. Und darum gibt es heute diesen zweiten Teil, diese Fortsetzung, diesen Podcast, der aber, wie gesagt, auch für sich alleine steht. Du brauchst den Nummer 133 nicht vorher gehört zu haben. Du kannst einfach hier starten. Vertrauen ist, das habe ich vor 2 Wochen schon gesagt, der Bereich zwischen Sicherheit und Liebe. Sicherheit ist 100% Wahrscheinlichkeit, also Sicherheit und Liebe ist bei 0%. Das heißt, Vertrauen ist der Bereich von 99% bis 1%. Das heißt, Vertrauen brauchst du bei den Sachen, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind, die aber halt nicht sicher sind. Weswegen Vertrauen per Definition die Enttäuschung beinhaltet. Vertrauen ist die Kunst, in etwas oder in jemanden zu vertrauen, manchmal auch enttäuscht zu werden und dann wieder zu vertrauen, sodass man meistens mit Recht vertraut hat und manchmal enttäuscht wird, aber trotzdem weiter vertraut. Vor 2 Wochen ging es, wie gesagt, darum, wie du in dich selbst vertrauen kannst und wie du in die Welt vertrauen kannst. Und heute geht es um die Frage, wie wir es machen, uns gegenseitig als Menschen zu vertrauen. Und da will ich mal ganz kurz auf die Frage am Anfang eingehen. Wozu sollten wir das eigentlich? Könnten wir uns nicht eigentlich auch mit Misstrauen begegnen, uns gegenseitig über den Tisch ziehen und alles weitere und so weiter machen? Wäre doch auch in Ordnung. Und du ahnst die Antwort, nein, das wäre nicht in Ordnung. Es gibt viele Möglichkeiten, darauf zu antworten. Ich sage dir mal eine, die mich sehr beeindruckt hat. Und zwar Jordan Peterson, der kanadische Psychologe, weist auf eine Studie hin, in der herausgekommen ist, dass der Nummer eins entscheidende Faktor, der darüber entscheidet, ob innerhalb einer Gesellschaft es zu Erfolg und Reichtum und Wohlstand und alles das kommt, ist Vertrauen. Das heißt, wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, dass wir anderen Leuten, auf die wir treffen und mit denen wir Geschäfte machen, vertrauen können, also fremden Menschen, dann klappt's auch mit dem Wohlstand. John Peterson verweist an dieser Stelle gerne auf die Gründung von eBay. Das hat er wohl damals hautnah mitbekommen, wo er meinte, als die beiden, glaube ich, es waren zwei Gründer von eBay mit dieser Idee gekommen sind, da so eine Online-Plattform zu machen für Tausch und Auktionen. Da wurde ihnen von mehreren Seiten gesagt, komm, vergiss es, das klappt doch einfach, die Leute werden sich ständig bescheißen und sich irgendwelchen Quatsch zuschicken. Und zur allgemeinen Verblüffung war es so, und es ist bis heute so, dass auf eBay so gut wie nie betrogen wird. Also ich glaube, die Ehrlichkeitsquote ist irgendwie hoch in den 90% irgendwo drin, 95, 96, 98%. Das heißt, es wird auf eBay durchaus auch mal beschummelt, aber vernachlässigbar wenig. Und
Das war erstaunlich. Viele Leute hatten damit nicht gerechnet, dass Menschen, fremden Menschen gegenüber so ehrlich sind und dass man da im Internet, wo man ja irgendjemand sein kann, einfach einem Fremden vertraut. Außer der schickt dir eine E-Mail aus Nigeria und bietet dir 10 Kilogramm Gold an. Da sage ich dir aus eigener Erfahrung, geh da lieber nicht drauf ein, das könnte schiefgehen. Okay, wie kommt's, dass wir Fremden vertrauen können? Und da kommt Yuval Noah Harari, ein wunderbarer Autor, ein Historiker, mit einer großartigen Idee, die perfekt zu der Idee von Jordan Peterson passt. Und zwar Harari sagt, die Natur hat zwei Sachen häufig entwickelt. Nämlich das eine ist, dass eine Gruppe von Individuen flexibel zusammenarbeiten kann, eine kleine Gruppe von Individuen, zum Beispiel ein Wolfsrudel, und dass eine große Gruppe von Individuen unflexibel zusammenarbeiten kann, zum Beispiel ein Insektenstaat. Aber es gibt nur ein Wesen, was es geschafft hat, in großen Gruppen flexibel zusammenzuarbeiten. Das sind die Menschen. Und Harari hat sich darüber Gedanken gemacht, wie kam es dazu? Was war unser Trick? Wie haben wir das geschafft? Und er hat es herausgefunden und hat gesagt, es ist die gemeinsame Geschichte. Wir operieren alle miteinander innerhalb einer gemeinsamen Geschichte. Und wenn du auf Europa guckst, also auf den Westen, das Stück der Welt, was diesen unglaublichen Wohlstand erschaffen hat, dann merkst du, die gemeinsame Geschichte ist das Christentum. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, du bist irgendwo in der Renaissance, vielleicht als Kaufmann in Venedig, um Klassiker zu zitieren, und willst Geschäfte machen mit irgendjemandem, der, was weiß ich, in den Niederlanden sitzt. Das ist weit weg. Zur damaligen Zeit sind das Wochen der Reise. Und du schickst deine Waren dahin und der nimmt die an und schickt dir Geld zurück. Und wenn alles gut geht und die Boten nicht den Räubern in die Hände fallen, bekommst du das Geld vielleicht ein halbes Jahr später. Warum solltest du sowas machen? Das ist völlig verrückt. Und die Antwort ist ganz einfach. Wenn du weißt, dass dein Handelspartner am anderen Ende von Europa auch Christ ist, sich in der gleichen Geschichte bewegt und auch die 10 Gebote glaubt und achtet und auch weiß, dass man nicht lügt und betrügt, weil sonst später vor Gottes Gericht er eben ordentlich Schwierigkeiten bekommt. Das heißt, Gott richtet über euch beide, wenn ihr bei dem Geschäft mogelt. Und du kannst dich darauf verlassen, dass der andere als Christenmensch eben in derselben Geschichte ist wie du, dass er auch dieses Christentum 1.0 Modul innerlich installiert hat, dann kannst du mit ihm Geschäfte machen. Dann ist es eine sichere Nummer. Dann kann es natürlich sein, dass du einmal von 100 Mal auch über den Tisch gezogen, hinter die Fichte geführt wirst. Aber meistens wird's gut gehen, weil ihr innerhalb einer gemeinsamen Geschichte seid. Wenn jetzt aber plötzlich einer kommt und der ist komisch angezogen und glaubt an das große fliegende Spaghetti-Monster und du kennst das große fliegende Spaghetti-Monster nicht und er sagt, gib mir dein ganzes Gold, ich gebe dir in einem halben Jahr Spaghetti dafür oder irgendwas in der Richtung, dann wirst du dem ziemlich sicher nicht vertrauen, weil der sich in einer Geschichte bewegt, die nicht die deine ist. Das heißt, der Trick, sich gegenseitig zu vertrauen, besteht darin, dass wir innerhalb einer gemeinsamen Geschichte uns befinden. Das wird auch gleich nochmal eine Rolle spielen bei der Frage, wie kannst du jemand anderem vertrauen und wie kannst du machen, dass andere Menschen dir vertrauen. Wir reden da ja über etwas, was auf Ebene 6 auf der Zugehörigkeit passieren soll. Wir vertrauen einander und die Ressource dafür kommt. Ganz klar, logisch, von der Ebene 7, von der spirituellen Ebene, von der Ebene der Geschichte. Und das geht bei uns gerade ganz deutlich verloren. Das geht sehr verloren. Die gemeinsame Geschichte geht verloren. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir an, du bist politisch interessiert und dann wirst du merken, dass in den meisten Ländern des Westens die politisch-weltanschauliche Szene in normalerweise mindestens zwei Seiten zerfällt. Nennen wir sie mal die einen und die anderen. Und manchmal gibt es auch noch die dritten. Aber wir machen es mal einfach und sagen, es gibt die einen und die anderen. Und jetzt bist du zum Beispiel auf der Seite von den einen.
Das Ganze findet aber innerhalb einer Demokratie statt. Und Demokratie ist ja eigentlich die Idee des unblutigen Machtwechsels, also Regierung auf Zeit. Demokratie ist ja die Antwort auf die Frage, wie bekommt man eine Regierung irgendwann auch wieder weg, ohne dass man die Leute umbringen muss? Ja, ganz einfach, indem man sie abwählt. Wenn du aber jetzt mit den anderen dich nicht innerhalb einer gemeinsamen Geschichte bewegst, das heißt, ihr seid euch uneinig, zum Beispiel über die Vergangenheit, Stichwort koloniale Vergangenheit, ihr seid euch uneinig über die Zukunft, Stichwort Klima. Und das heißt, die gesamte Geschichte, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, stimmt nicht überein. Ihr seid nicht in einer gemeinsamen Geschichte. Dann ist es klar und logisch und selbstverständlich, dass du Angst bis Panik bekommst bei dem Gedanken, dass die anderen plötzlich an die Regierung kommen. Weil du weißt, dann gibt es eine völlig andere Geschichte. Und das ist wirklich gefährlich. Und da musst du gucken, dass du irgendetwas dagegen machen kannst, um das zu verhindern. In meiner Jugend war das so, da kam ja im Fernsehen dann immer irgendwelche politischen Diskussionen, wo normalerweise irgendwelche älteren Herren, die häufig auch geraucht haben, was ich als Kind völlig absurd fand, wie die Runde der Diskutanten mehr und mehr im Nebel verschwand. Und da war normalerweise einer von der SPD und einer von der CDU, manchmal auch von der CSU. Und die haben sich gestritten vor der Kamera. Die haben sich heftig gestritten. Und ich weiß noch, wie meine Eltern und Großeltern, die sowas gerne geguckt haben, dann oft meinten, ja, vor der Kamera streiten sie sich und hinterher gehen sie zusammen ein Bier trinken. Und das war für meine Eltern irgendwie was ganz Schlimmes. Und für meine Großeltern, die fühlten sich da so ein bisschen behumst, dass die nur vordergründig streiten und im Hintergrund aber gemeinsam ein Bier trinken. Ehrlich gesagt, heute täte ich mir es wünschen. Also der Gedanke, dass welche von den Grünen und von der AfD hinterher miteinander ein Bier trinken gehen, würde mich ehrlich gesagt erleichtern. Da hätte ich das Gefühl, es gibt zumindest Ansatzpunkte einer gemeinsamen Geschichte, in der die sich miteinander bewegen. Es gibt eine gemeinsame Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsgeschichte. Ich glaube, daher kommt es auch, dass etwas stattfindet neuerdings, was mich erstaunt, aber ich habe es inzwischen so oft gemerkt, dass ich glaube, es ist wirklich jetzt halt so Stil unserer Kultur, nämlich, dass Leute teilweise lang andauernde Beziehungen abbrechen wegen eines kleinen Vorfalls. Und ich habe das zum ersten Mal gemerkt in der Corona-Zeit. Okay, damals waren es zum Teil keine kleinen Vorfälle. Die Frage, bist du geimpft oder bist du nicht geimpft? Das waren verständlicherweise größere Sachen. Aber ich habe es zum Beispiel gerade neulich erlebt, vor ein paar Wochen bei diesem Podcast. Da gab es jemanden, Mann, Frau oder sonst irgendwas, ich sage jetzt mal bewusst nichts über diese Person. Also es gab einen Menschen, der diesen Podcast gerne gehört hat, dieser Mensch, und mir auch regelmäßig immer wieder schrieb, wie toll der Podcast und wie sehr ihn das freut und wie sehr ihn das weiterbringt und was für tolle, wertvolle Gedanken darin sind. Also wirklich, es kam regelmäßig eine lange E-Mail mit Lob über diesen Podcast. Und dann, vor einigen Wochen, kam plötzlich eine lange E-Mail wieder auf meinen Podcast, die fing schon an mit den Worten, lieber Ralf, das wird jetzt meine letzte E-Mail an dich sein. Und dann stellte sich heraus, dass ich im letzten Podcast einen Satz gesagt habe. Einen, den er nicht gut fand. Den fand er wirklich nicht gut. Das war übrigens der Satz, wo ich darum gebeten habe, zu klicken und zu liken und zu abonnieren. Also jedenfalls, er fand das nicht gut und er fand das so nicht gut, dass er beschlossen hat, diesen Podcast nicht mehr zu hören. Obwohl er nochmal in dieser E-Mail geschrieben hat, dass ihm der Podcast an sich gut gefällt und er viele wertvolle Gedanken daraus genommen hat. Und das sind so Sachen, wo ich mich frage, wie denkt man, um so zu handeln? Also, wir reden über eine über Wochen und Monate in dem Fall gewachsene Beziehung, die beiden Seiten auch viel bringt. Ich meine, eher der Mensch bekommt den Podcast, ich bekomme Klicks und Hörer und sowas in der Richtung. Und dann kommt ein Satz und statt da einfach drüber hinwegzugehen und zu sagen, wir haben Wochen und Monate der gemeinsamen Vergangenheit und es werden in der Zukunft noch viele tolle Podcasts kommen und wenn so ein Podcast vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde dauert und dann kommt so ein Werbeteil, klick hier, like hier, abonniere hier. Dann sind das vielleicht 15 Sekunden, dieser Werbeteil. Da kann ich doch drüber hinweggehen. Nein, da wird die Beziehung abgebrochen. Und das mag ein sehr krasses Beispiel sein, aber ich habe
öfter sowas gemerkt, dass Leute bei der ersten kleinen Schwierigkeit plötzlich aus der Beziehung rausgehen. Und da sind wir jetzt schon bei den Zweierbeziehungen und bei der Frage, wie kannst du es machen, einem anderen Menschen zu vertrauen? Und Vertrauen gründet, wie ich ja in dem Vertrauenspodcast vor 2 Wochen schon ein bisschen länger ausgebreitet habe und hier nochmal ganz kurz wiederhole, Vertrauen gründet auf Leistung, auf Wiederholung, auf Indizien, auf Beweisen und hat sehr viel mit der Verhaltensebene zu tun. Also, wenn einer oft genug was Bestimmtes getan hat und ich kann mich darauf verlassen, dass der das so und so tut, ich kann mich darauf verlassen, der das kann und ich gehe davon aus, dass dieser Mensch auch weiterhin so handeln wird, dann kann ich dem vertrauen. Das heißt, Vertrauen baut im Grunde immer auf Prognosen darüber, wie jemand sich in der Zukunft verhalten wird. Das ist es. Also ich gebe eine Prognose ab, wie wird dieser Mensch sich in Zukunft verhalten? Ich meine, wenn du einen Menschen des von dir bevorzugten Geschlechtes neu triffst und im Flirt und dem darauffolgenden dann kennenlernst und ihr euch abcheckt, ob sich das vielleicht lohnt, da in eine Beziehung zu gehen, dann machst du nichts anderes. Du versuchst, Prognosen abzugeben darüber, wie du denkst, dass diese Person sich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten möglicherweise verhalten wird. Und das machst du, indem du erstmal das Verhalten beobachtest. Was du bestimmt auch machst, ist, dass du das Verhalten dieser Person anderen Personen gegenüber beobachtest. Dann, wenn ihr euch öfter trefft, wirst du ziemlich sicher sehr neugierig sein, wie sich die von dir ins Auge gefasste Person in emotionalen Ausnahmesituationen verhält, wie sie sich unter Stress und Druck, unter emotionalen Druck verhält. Vielleicht wirst du dann sogar in den ersten Wochen und Monaten eurer beginnenden Beziehung auch mal Momente, ich will nicht sagen provozieren, herbeiführen, aber vielleicht zumindest auch nicht verhindern, in denen es etwas emotionaler wird, einfach um zu gucken, wie die Person reagiert an der Stelle. Dann gibt es oft eine Stelle, wo man auch über die Vergangenheit redet, gerne aber auch über vergangene Beziehungen, um ein bisschen abzuchecken, aha, so und so verhält sich der in der und der Situation, aha, das ist ja spannend. Manche machen es ganz schlau, die wollen dann auch die Eltern kennenlernen, weil sie wissen, es gibt sowas wie Prägung und wie verhalten sich denn die Eltern, wie verhält sich die Person den Eltern gegenüber. Und nach dem Ganzen, was dann über Tage, Wochen, manchmal Monate sich hinzieht, gibt man eine Prognose ab. Und sagt, na, ich gehe davon aus, dieser Mensch wird sich in den nächsten Monaten, Jahren und Jahrzehnten so und so verhalten. Damit kann und will ich leben oder eben auch nicht. Und manchmal hat man recht. Ich würde sogar sagen, meistens hat man recht. Wir haben eine gewisse Menschenkenntnis. Manchmal hat man Unrecht. Und dann kommt noch was ganz Blödes dazu. Menschen verändern sich, man selber sich und der andere. Und dann kommt es manchmal dazu, dass die ganzen Prognosen doch nichts wert waren, weil man hatte die Veränderung nicht eingeplant. Auch an dieser Stelle ist es jetzt natürlich klar, dass wenn ihr beide euch innerhalb einer gemeinsamen Geschichte bewegt, also eine Möglichkeit wäre innerhalb einer gemeinsamen spirituellen Geschichte, ihr teilt zum Beispiel eine Religion oder Weltanschauung, innerhalb einer gemeinsamen kulturellen Geschichte, das sind alles Möglichkeiten, die es leichter machen, das Verhalten der anderen Person abzuschätzen und darauf Vertrauen zu bauen. Übrigens Fußnote, was selbstverständlich ist, je mehr du dir selbst vertraust, dass du schwierige Situationen meistern kannst, umso entspannter kannst du der anderen Person gegenüber sein. Das heißt, wenn du selber sehr, sehr, sehr unsicher bist, brauchst du natürlich mehr die projizierte Sicherheit in die andere Person. Aber das ist jetzt hier kein Thema. Da müsste man mal einen Selbstliebe-Podcast dazu extra machen. Dann ist es so, wenn du abchecken willst, wie eine andere Person, also prognostizieren möchtest, wie eine andere Person in der Zukunft sich wahrscheinlich verhält, ist es auch eine sehr gute Idee, wenn du deren Maps of Meaning, Landkarten der Bedeutung, Glaubenslandkarten, Überzeugungslandkarten kennst, weil das sind ja die allgemeinen Regeln, nach denen man die besonderen Situationen dann später entscheidet. Also kann man sich da auch kennenlernen. Und häufig kommt es dann auch darauf hinaus, dass man halt einfach so eine Empathievermutung wagt. Das heißt, man sagt, ja, ich würde es so und so machen oder ich würde das und das nicht machen. Dann gehe ich mal davon aus, dass eine Person, die ich liebe und die mich liebt, genauso ist. Also nach dem Motto, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Oder
Handel steht so, dass die Maxime deines Handelns steht zur Grundlage einer allgemeinen Gesellschaftsordnung, taugt, zumindest innerhalb einer Beziehung. Das heißt, man geht davon aus, dass der, die, das andere da einem vielleicht ähnlich ist und dann traut man sich. Und das finde ich eine gute Strategie. Das finde ich eine wirklich gute Strategie, über diese gemeinsame Geschichte zu gehen. Und, ganz wichtige Fußnote, immer auch zu wissen, wir reden über Vertrauen, wir reden nicht über Sicherheit. Das heißt, Vertrauen beinhaltet die Idee der Enttäuschung, und wenn ihr euch dann auf mehrere Jahre oder Jahrzehnte bindet, privat, beruflich, freundschaftlich, wie auch immer, dann würde ich so weit gehen zu sagen, du kannst dich hundertprozentig sicher darauf verlassen, dass du irgendwann enttäuscht werden wirst. Indem die Person sich plötzlich vielleicht impfen oder nicht impfen lässt an der Stelle, wo du niemals damit gerechnet hättest, wo sie plötzlich Fleisch isst oder Fleisch verweigert oder sonst irgendwelche Sachen macht oder gar die anderen wählt bei einer wichtigen Wahl und du bist schockiert und hättest gesagt, das hätte ich nie erwartet von dir. Und plötzlich stellt sich wieder die Frage, ist das jetzt diese einmalige Enttäuschung ein Grund für einen Beziehungsabbruch? Oder gibt es in eurer Geschichte so viel Vergangenheit und potenziell verlockende Zukunft, dass du sagst, das schaffen wir? Denn jede Krise, die wir gemeinsam durchstehen, wird unser Vertrauen ineinander, dadurch potenziell sogar die Liebe, stärken. Jede gemeinsam überwundene Schwierigkeit stärkt das Ganze. Um das noch etwas konkreter zu machen, wechseln wir mal ein ganz kleines bisschen an dieser Stelle in die Spieltheorie, die sich ja auch mit diesen Fragen beschäftigt, wie sollte ich denn schlauerweise anderen fremden Menschen gegenübertreten? Und die Spieltheorie hat sich mit genau solchen Fragen eben rumgeschlagen und hat durch viele Experimente und Forschungen herausgefunden, es gibt eine Strategie, die ist extrem allen anderen Strategien überlegen. Die ist so überlegen, dass es im Grunde keine Alternative dazu gibt. Also das heißt, du musst diese Strategie spielen, außer du bist dumm, weil das ist die bestmögliche Strategie. Und die Strategie heißt Tit for Tat und die sieht folgendermaßen aus. Tit for Tat ist das englische wie du mir, so ich dir. Und Tit for Tat sieht folgendermaßen aus. Du gehst erstmal freundlich, offenherzig, vertrauensvoll entgegenkommend auf andere Menschen zu. Das heißt, du beginnst das Spiel positiv. Und ab dann ist das so, dass du auf die andere Person immer so reagierst, wie sie ist. Das heißt, du spielst freundlich. Wenn dann der andere einmal einen feindlichen Spielzug macht, machst du auch genau einen feindlichen Spielzug und gehst dann wieder auf freundlich. Das heißt, jede Attacke, jedes feindliche Lügen, sonst irgendwas, was dir entgegengebracht wird, erwiderst du mit genau demselben Maß desselben. Das ist das Wichtige und gehst dann wieder auf freundlich. Wenn du diese Strategie spielst und sogar die andere Person weiß, dass du diese Strategie spielst und also alle Mitspieler wissen, dass alle diese Strategie spielen, dann ist es für jeden rechnerisch am besten, wenn man einfach die ganze Zeit freundlich, entgegenkommend, kooperativ und ehrlich spielt. Die Stellen, wo die Strategie schief geht, ist dann, wenn der andere einmal feindlich spielt und du daraufhin fünfmal feindlich spielst. Dann sagt der sich, ich bin doch kein Depp, was soll ich jetzt wieder auf freundlich gehen, wenn der andere auf feindlich bleibt? Dann wird das nichts. Und deswegen als kleine Erinnerung, dieses Gebot, was du vielleicht im Alten Testament kennst, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Das ist ein Tit for Tat, weil das soll verhindern, dass endlose Familienfäden, Rache, Feldzüge und Ausrottungsaktionen sind. Das heißt mit anderen Worten, das heißt, wenn der dir einen Zahn ausschlägt, dann darfst du ihm auch einen Zahn ausschlagen, okay? Aber nicht seine ganze Familie umbringen. Das wäre ein bisschen übertrieben. Und vorher war es genauso, der hat dir einen Zahn ausgeschlagen und du hast deine ganzen Cousins und Onkels und Brüder und Schwestern und was weiß ich, na, Schwestern damals nicht, genommen und bis hin und hast bei dem alles ausgerottet, wegen eines Zahns. Und da kam halt irgendwann der Gott des Alten Testaments auf die Idee zu sagen, Leute, spielt Tit for Tat. Also wenn der dir einen Zahn ausschlägt, dann schlägst du ihm auch einen Zahn aus und gut ist es. Und an dieser Stelle in der Bibel kommt dann sogar schon die Idee, dass man diesen Zahn auch durch eine bestimmte Geldsumme ersetzen kann. Also das wird da auch vorgeschlagen. Aber das Wichtige ist an dieser Stelle,
Der Hinweis: für ein Auge nur ein Auge, für einen Zahn nur einen Zahn. Und dann wieder freundlich sich innerhalb des spirituellen, in dem Fall Judentumsspiel, das gab aber noch kein Christentum damals, wieder freundlich miteinander begegnen. Das ist die beste Strategie. Tit for tat. Beginne freundlich und dann spiel einfach, was die andere Person spielt. Ich habe schon gesagt, dass diese Strategie sogar noch besser wird, wenn du sie offen spielst. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Teil, wobei es gibt jetzt ja noch einen Bonustipp am Ende dieses Podcasts. Da kommen wir zum dritten und letzten Teil, nämlich wie machst du es, dass andere dir vertrauen können? Und das ist auch nochmal ein sehr spannendes und heikles Thema, weil den anderen geht es natürlich genauso wie dir. Die wollen auch Prognosen abgeben darüber, wie du wahrscheinlich in Zukunft handeln wirst. Das heißt, damit die diese Prognosen vernünftig abgeben können, müsstest du dich selbst offenbaren, du müsstest dich zeigen, du müsstest offenbaren, in welcher Geschichte du mitspielst und, jetzt kommt das heikle Wort, du müsstest berechenbar sein. Und das ist, glaube ich, für viele Leute heutzutage, wo wir durch Algorithmen getrackt werden und Ähnliches und wir uns umgeben fühlen von Feinden und Spionen, vielleicht ein bisschen heikel. So, dass du vorhersehbar bist. Ich meine, du weißt genau, die Algorithmen sind inzwischen so stark, du bist vorhersehbar für die Algorithmen. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum wir im Alltag inzwischen uns eher bemühen, Haken zu schlagen und unberechenbar zu sein. Aber darauf kannst du keine vertrauensvolle Beziehung aufbauen. Also wenn du willst, dass andere Menschen dir vertrauen können, musst du berechenbar sein. Und an dieser Stelle vielleicht ein ganz guter Hinweis. Das ist die Frage, spielst du mit den anderen als Freund oder Feind? Wenn du die anderen prinzipiell als Feinde ansiehst, dann wäre es das Schlauste, was du machen kannst. Tarnen, Tricksen, täuschen. Verbirg dich. Mimikrie, sei unberechenbar, mach unvorhersehbare Sachen für die anderen hinter die Fichte und Sonstiges, weil sie sind dir feindlich gesonnen und je weniger sie dich berechnen können, je weniger sie dein Verhalten vorhersagen können, umso besser für dich, denn die anderen sind deine Feinde. Wenn es deine Freunde sind, ist es natürlich kompletter Nonsens, so zu machen. Also ich meine, warum solltest du dich mit einem Freund verabreden, morgen um 12 und dann nicht kommen? Hehe, weil du unberechenbar bist, das hast du jetzt nicht gerechnet, dass ich nicht komme. Na ja, ich komme, wann ich will. Also du, völlig klar, wenn du das dreimal machst, war das dein Freund. Also gerade bei Freundschaften und bei guten Bekanntschaften müssen wir uns im Großen und Ganzen darauf verlassen können, dass nicht aus Jux und Dollerei der andere sich nicht einfach nicht an Vereinbarungen hält. Was aber mehr und mehr der Fall ist, dass Leute sich einfach nicht mehr an Vereinbarungen halten und dadurch sind sie unberechenbar, dadurch kann man ihnen nicht mehr vertrauen und plötzlich bröselt das Ganze. Ich frage mich ja manchmal, wie würde unsere augenblickliche Gesellschaft reagieren, wenn dann doch mal vielleicht eine richtige Krise käme und man sich plötzlich wieder auf andere Menschen verlassen können müsste, und zwar nicht nur innerhalb der Familie, da klappt es normalerweise mit dem sich aufeinander verlassen, sondern in der Nachbarschaft, im Haus, in der Straße, im Viertel, im Land. Könntest du davon ausgehen, dass die anderen das gleiche Spiel spielen wie du? Könnten die anderen sich darauf verlassen, dass du das gemeinsame Spiel mitspielst, oder müssten die damit rechnen, dass du unberechenbar dein eigenes Spiel spielst? Und dann wäre die Frage, warum sollten sie dir überhaupt vertrauen? Und da hätte ich eine Antwort im Angebot und die Antwort ist von Bodo Schäfer und die fand ich ganz großartig, als ich sie vor, ich glaube, über 20 Jahren in seinem Seminar zum ersten Mal gehört habe. Und zwar meinte er, es gäbe da so eine deutsche Macke, eine ganz doofe deutsche Macke, die vielen Deutschen im Weg steht, nämlich die meisten Deutschen würden es bevorzugen, dass sie alleine 50.000 Euro verdienen, als mit jemand anderem zusammen 1 Million. Und da dachte ich mir, da ist was dran. Weil die meisten Deutschen sind so stolz darauf, das habe ich alleine geschafft, dass sie die 50.000 mit Stolz nehmen. Wenn sie zu zweit 1 Million schaffen würden, hätten sie zwar 500.000 statt 50.000, aber dann wäre es ja halt nicht mein Verdienst und nicht mein Erfolg. Dann hätte ich es ja teilen müssen mit irgendjemand anderen. Ja, mein Gott, dafür hast du das Zehnfache. Also es gibt halt einfach wirklich genügend Projekte, genügend Gebäude, seien sie in der wirklichen Welt oder in der mentalen Welt. Genügend Taten, die wird ein Einzelner nicht alleine vollbringen. Denk an Harari.
Der Trick ist es, in großen Gruppen flexibel zusammenzuarbeiten, dass wir gemeinsam bestimmte Dinge schaffen. Und dafür müssen wir uns aufeinander halt auch mal verlassen können. Dazu müssen wir einander vertrauen können. Du den anderen und die anderen dir. Und solltest du das für dich interessant finden, hättest du jetzt hier ein nützliches Modell, denn es geht ja hier um Modeling, ein nützliches Modell, wie du das machen kannst. Also der Dreh- und Angelpunkt ist die Geschichte, die gemeinsame Geschichte, in der man sich bewegt und dass natürlich in der heutigen Zeit man diese Geschichte wahrscheinlich teilen muss, also aufdecken muss, dass man, ich übertreibe jetzt mal, sowas sagen muss, ich bin übrigens Christ. Also ich meine, damit würden sie die meisten Leute in die Flucht schlagen. Ich orientiere mich am kulturellen Kanon des Abendlandes. Ich stehe auf der Grundlage der jüdisch, griechisch, römisch, christlichen, philosophischen Weltanschauungen von Antike, Mittelalter, Renaissance und Aufklärung. Also ich weiß nicht, wie du es formulieren möchtest. Es ist ohnehin besser, wenn du es lebst, als wenn du darüber redest. Wenn du zwei, drei, vier, fünf Mal bewiesen hast, dass man dir vertrauen kann, gerade in kleinen Sachen, dann wird irgendwann auch das Vertrauen da sein für die großen Sachen. Es ist so, ich habe schon mal gesagt vor 2 Wochen, ich wiederhole es ganz kurz, dass normalerweise Vertrauen über die Zeit entsteht, aus Erfahrung, aus Wiederholung. Und das mit der gemeinsamen Geschichte, in der wir uns bewegen, zum Beispiel damals, als im Grunde alle Menschen Christen waren, ist da sozusagen eine Hilfsstrategie, die mir erlaubt, auch als Venezianer mit einem Mann in Amsterdam Geschäfte zu machen, weil die Geschichte lange existiert, in der wir beide drin sind. Genau, bevor noch am Ende ein Extra-Tipp kommt, kommt jetzt die Werbung. Ich bin gespannt, ob ich damit wieder Leute von diesem Podcast vertreibe. Es ist ja gar keine Werbung. Ich kann ja gar nicht Werbung machen, weil ich habe im Augenblick auch nichts, was ich verkaufen kann. Es tut mir ja echt leid, dass ich das einfach hier nur aus ganzem Herzen mit offenen Händen einfach so gebe. Wenn du aber das, den Wunsch hast, etwas zurückzugeben, dann wisse, dass wenn du likest und klickst und kommentierst und abonnierst, dann hacken wir den Algorithmus, weil du weißt, die Algorithmen sind's, die das Internet beherrschen und berechnen. Und wenn so ein Algorithmus merkt, dass auf diesem Podcast-Kanal Action ist, dass da Leute hören und kommentieren und liken und abonnieren, dann denkt sich der Algorithmus, ui, das scheint irgendwie was Interessantes zu sein und spielt es höher aus, zeigt es weiter oben und damit machst du erstens mir eine große Freude und zweitens anderen Menschen eine große Freude, die das dann finden, weil es ihnen der Algorithmus wieder zeigt. Von daher lass uns gemeinsam den Algorithmus hacken, indem du klickst, likest, kommentierst und abonnierst. Vielen Dank dafür. Und jetzt noch ein Schlussextra-Tipp zum Thema nochmal Vertrauen in die Welt. Also unabhängig von Menschen, da habe ich das letzte Mal vor 2 Wochen nämlich etwas vergessen. Das würde ich gerne nachtragen. Das klingt nämlich paradox, ist aber ein Tipp, der mir unglaublich im Leben geholfen hat. Und zwar, also, du tust was und du willst was tun, bezogen auf die Zukunft. Und du weißt nicht, wie die Zukunft ist, weil du kennst den Satz, Prognosen sind eine schwierige Sache, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Das heißt, du hast keine Ahnung, was wirklich kommt. Du kannst dich auf eine Sache sicher verlassen, nämlich es kommt anders. Also egal, wie es kommt, es wird vermutlich nicht so kommen, wie du das denkst, es wird anders kommen. Und deswegen ist die mathematisch sinnvollste Strategie, dass du so handelst, als ob es genau so käme, wie es war. Ist jetzt erstaunlich, ne? Hab ich genauso geguckt wie du jetzt. Also, du sollst so handeln, als ob die Welt stabil und vorhersehbar ist, weil sie instabil und unvorhersehbar ist. Weil in einer instabilen, unvorhersehbaren Welt ist Handeln, als ob die Welt stabil wäre, die sinnvollste, klügste und erfolgreichste Strategie. Und zwar einfach deswegen. Stell dir vor, die Vergangenheit ist eine gerade Linie. Und du verlängerst diese Linie der Vergangenheit über die Gegenwart einfach in die Zukunft als eine saubere, klare, scharfe Linie. So kommt's nicht. Es kommt anders. Aber du weißt nicht, wie anders es kommt. Wird die tatsächliche Zukunft ein bisschen nach links abweichen? Wird sie ein bisschen nach rechts abweichen? Wird sie ein bisschen nach oben abweichen? Wird sie ein bisschen nach unten abweichen? Wird sie ein bisschen nach vorne oder nach hinten abweichen? Du weißt es nicht. Wenn du diese ganzen möglichen Punkte der Abweichung, wohin könnte denn die Zukunft abweichen jetzt?
um diese Linie der einfach direkt verlängerten Vergangenheit anzeigt, wirst du merken, ah, das tut sich ja da so kreis- oder kugelförmig um die Verlängerung der Vergangenheit in die Zukunft so herum abbilden. Das heißt, dieser mittlere Punkt, da wo du davon ausgehst, es kommt alles genauso wie es war, ist der Punkt, wo du die optimale Entfernung von allen Unwahrscheinlichkeiten hast. Weil es wäre richtig doof, wenn du persönlich vermuten würdest, ach, ich glaube, das wird nach rechts abweichen und dann weicht es nach links ab. Und du kommst dann in der Zeit, wo du hast, einfach nicht mehr an den Punkt, wo du hin müsstest. Ist ein bisschen wie beim Elfmeterschießen, wenn du der Torwart bist. Du springst auf Verdacht in irgendeine Ecke, weil du es eh nicht genau weißt. Manchmal klappt es nicht. Das ist in dem Fall eine okaye Strategie. Im Leben würde ich dir es anders empfehlen, sondern im Leben würde ich dir empfehlen, geh davon aus, die Zukunft wird genauso sein wie die Vergangenheit, wobei kleine Fußnote, du wirst älter, das ist selbstverständlich. Und in 20 Jahren bist du 20 Jahre älter und dann bist du nicht mehr so wie heute, dann bist du in dieser nicht eintretenden Zukunftsprojektion, von der du ausgehst, so wie heute die Leute sind, die 20 Jahre älter sind als du. Also wenn du heute 30 Jahre alt bist, dann guckst du, wie heute die 50-Jährigen sind und gehst davon aus, wenn du 50 bist, bist du genauso wie die, die heute 50 sind. Okay? Also dass du älter wirst, davon kannst du auch ausgehen. Du planst also für die Zukunft so, als ob es einfach so käme, wie es schon war, wie es immer schon war und bleibst achtsam. Bleibst achtsam und korrigierst ständig nach, weil du jede kleine Veränderung auf diesem Weg immer mit einbeziehst und immer korrigierst. Aber nach der Korrektur wieder davon ausgehst, oh ja, so bleibt's jetzt. Das war die letzte Veränderung in meinem gesamten Leben und die Welt bleibt ab jetzt stabil. Es ändert sich, ah, es hat sich doch wieder was geändert. Ich muss ein bisschen nachjustieren. Das ist die beste Strategie, um in die Zukunft zu gehen, um der Zukunft zu vertrauen. Erwarte, dass alles so kommt, wie es war. Wisse, dass es nicht kommt und du hast den bestmöglichen Punkt für jede mögliche Zukunft. Das war der Podcast von dieser Woche. Das war die Nummer 135 und nächste Woche geht es um Freiheit. Freiheit und Verantwortung. Ich werde beide Begriffe definieren und werde an dieser Stelle auf ein sehr spannendes Modell kommen. Aus dem Zeitmanagement, das heißt, nächste Woche geht es de facto um Zeitmanagement ganz viel. Es dauert aber noch eine Woche, also die Zeit musst du dir nehmen, bis es dann um Zeitmanagement geht. Und ich werde dir erklären, was Freiheit ist, wie die Freiheitsstrategie ist und ich werde dir auch erklären, was Verantwortung ist, wann du sie übernehmen solltest und in welchen 95% der Fälle du bitte keine Verantwortung übernimmst und dich auch nicht verantwortlich machen lässt für irgendetwas. Da kommen wir nächste Woche hin. Für heute war's das. Ich danke dir fürs Zuhören. Klicken, liken, abonnieren, kommentieren, was eben alles noch möglich ist. Ich danke dafür ganz herzlich und bis nächste Woche. Tschüss.